Moin Moin, schön, dass Sie wieder eingeschaltet haben bei einer neuen Ausgabe von Fair Talk an Land, Gespräche aus den Weserschlösschen. Wir sitzen hier wieder an unserem Stammplatz mit Blick auf die Weserfähre. Ich gucke gerade, nein, im Moment ist sie nicht da, sie ist gerade abgefahren und wir fahren jetzt auch ab mit einer neuen Ausgabe unseres Fair Talks. Und Premiere, heute kommt ein Gast, der das erste Mal bei uns zu Besuch ist. Renko Bohr habe ich mir eingeladen, Technologie- und Energiemanager der Stadt Nordenham. Hallo erstmal. Ja, vielen Dank und vielen Dank für die Einladung. Sehr gerne. Und das starten wir jetzt gleich mal damit. Wie lange sind Sie schon bei der Stadt Nordenham beschäftigt und was genau muss man sich eigentlich unter einem Technologie- und Energiemanager vorstellen? Ja, ich bin jetzt bei der Stadt Nordenham seit etwas über 3 Jahren, fast schon 3,5 Jahre. Und die Position des Energie- und Technologiemanagers ist ein Stück weit der Klimaschutzmanager mit speziellen Anforderungen hier für die Stadt Nordenham, weil wir hier in Nordenham ja schon eine sehr besondere Lage haben. Die Stadt ist eigentlich ja nicht so groß von der Einwohnerzahl her, mit mal 27.000, 28.000 Einwohnern. Aber durch die großen Industriebetriebe, die wir hier eben haben, haben wir sehr hohe Energieverbräuche, die schon vergleichbar sind mit Städten wie Oldenburg, die ja eben von der Einwohnerzahl deutlich größer sind. Und so hat man sich dann im Vorfeld überlegt, Klimaschutz ist natürlich auch wichtig, aber was sind die besonderen Anforderungen in Nordenham? Und da ist dann eben das Thema Energiewende besonders wichtig, das Thema Technologie im Bereich der Industriebetriebe. Und deswegen hat man dann den Klimaschutz quasi in die Wirtschaftsförderung verlegt. Und dadurch ist meine Stelle quasi entstanden. Und das ist eben ein Fokus, nicht der einzige, aber eben ein Schwerpunkt, dass ich mich mit den Betrieben auseinandersetze, mit denen in Kontakt bin und die dabei unterstütze. Wir haben natürlich auch eigene Kräfte, aber sie eben auch dabei unterstütze, die Energiewende voranzubringen. Vielleicht mal ganz kurz zu Ihrer Vita. Was hat Sie hier sozusagen nach Nordenham gezogen und was haben Sie vorher gemacht? Was für eine Ausbildung muss man in Ihrem Bereich, in dem Sie jetzt tätig sind, für die Stadt Nordenham, was muss man da für eine Vita vorlegen? Ja, das ist gar nicht so leicht zu sagen, weil gerade sowohl die Stellen für Klimaschutz im Allgemeinen, aber eben auch diese spezielle Stelle hier in Nordenham, die gibt es ja so. So quasi ein bisschen Neuland. Ja, neu, genau. Gewesen damals auch. Und da gibt es ja noch keine Benchmark, Benchmark. Es gibt mittlerweile schon Studiengänge, die sich auch in diesem Bereich Energie etwas mehr fokussieren. Ja. Mein Hintergrund ist tatsächlich die Meteorologie. Also ich bin studierter Meteorologe, habe auf Bachelor und Master in Hamburg Meteorologie studiert und habe danach in Oldenburg an der Uni noch einige Jahre an der Windenergieforschung gearbeitet. Habe dann aber für mich festgestellt, dass ich zwar die Forschung an sich sehr interessant finde, aber eigentlich mehr in die Umsetzung gehen möchte und auch mehr an den Menschen wieder ran sein möchte, weil an der Universität ist man ja doch immer ein Stück weit auch in so einer Art Elfenbeinturm, hängt immer ein Stück weit vom Thema ab, aber ich wollte einfach mehr in die Umsetzung kommen. Und da habe ich eben diese Möglichkeiten in Richtung Klimaschutz, in Richtung Energiewende eben gesehen, wo man eben ein breites Spektrum abdecken muss an vielen Themen, wo man sich immer wieder auf einen neuen einarbeiten muss. Also es gibt immer auch Themen, mit denen hatte ich jetzt vorher noch keine Berührungspunkte, wo ich mich dann wieder selbst entsprechend schulen muss, selbst recherchieren muss, mich ein Stück weit auf das Thema einarbeiten muss. Und in vielen Bereichen ist es immer auch eine Art Vermittlung, das heißt, ich muss nicht alles selber wissen, ich muss dann eben nur die Kontakte herstellen zu den Personen, die sich damit auskennen und kann das insbesondere mit Blick auf kleinere Betriebe eben auch denen dann abnehmen. Größere Betriebe haben möglicherweise auch die können dann eigene Personen einstellen oder haben zumindest Personen, die Kapazitäten haben, um entsprechende Fachleute für die Beratung zu gewinnen. Aber gerade kleinere Betriebe haben das gegebenenfalls nicht und da kann ich dann eben unterstützen, indem ich Veranstaltungen anbiete für diese Betriebe, auch für Bürgerveranstaltungen, die haben wir auch immer mal wieder. Und das ist
ein sehr breites Spektrum an Tätigkeiten, die man da abdeckt. Wie sieht denn da konkret Ihre Arbeit aus? Kommen da zum Beispiel Betriebe mit Bedarfen auf Sie zu? Gehen Sie auf Betriebe zu? Sie sagen ja schon, Norden-Hamburg hat eine besondere Struktur durch viele Industrie, die wir hier haben. Wie sieht da ganz konkret Ihre Arbeit aus? Also es ist sowohl als auch. Also es kommen hin und wieder auch immer mal Betriebe auf mich zu, aber etwas mehr ist schon zum einen, dass man über Veranstaltungen eben sowohl eigene, die wir immer wieder anbieten, als auch eben externe Veranstaltungen, wo man dann als Gast ist, aber wo eben auch verschiedene Betriebe sind, wo man dann mit denen ins Gespräch kommt. Mhm. Aber wir haben beispielsweise mit H2 Marsch, weiß nicht, ob Sie da schon mal was von gehört haben, das ist ursprünglich eine Wasserstoffallianz, die dann eben die Betitelung H2 Marsch bekommen hat, wo die Industriebetriebe hier in Lornham, aber auch darüber hinaus in der Wesermarsch und eben der Landkreis, als auch wir als Stadt, auch die Stadt Brake ist damit dabei. Wir treffen uns da in regelmäßigen Abständen, tauschen uns aus, haben auch Kontakt mit entsprechenden Fachbüros, die uns da beraten, um eben Wasserstoff perspektivisch nach Lornham zu bekommen, weil diese großen Energiemengen, die hier in Lornham ja umgesetzt werden in den Betrieben, oft noch über Gas und auch über Kohle, die müssen ja langfristig und wollen wir langfristig erneuerbar haben. Und einiges davon kann man elektrifizieren, das ist dabei auch ein Thema. Aber Wasserstoff spielt eben eine sehr große Rolle. Wie ist denn da der Stand der Dinge? Der Stand der Dinge ist, dass wir über die H2 Marsch eben vor allem mit den Entscheidungsträgern, sowohl in der Politik als auch in der Bundesnetzagentur, dort eben Kontakt aufnehmen, dass möglichst eine Wasserstoffpipeline in das sogenannte H2-Kernnetz aufgenommen wird. Da arbeiten wir auch mit der Stadt Bremerhaven bzw. mit den bremischen Häfen dort zusammen, dass eben die entsprechenden Entscheidungsstellen sich dem bewusst sind, welche hohe Verbräuche und Bedarfe hier in der Region eben sind, damit dann am Ende, so ist das Ziel von uns, dann eben eine Pipeline nach Nordenham dann kommt, die dann vermutlich auch weiterläuft bis nach Bremerhaven, wo dann ja auch über das Außenterminal dann auch Importe stattfinden können von Wasserstoff, weil der Wasserstoff, den wir insgesamt in Deutschland benötigen werden, der wird ja nicht ausschließlich in Deutschland produziert werden. Genau. Das ist zumindest aller Wahrscheinlichkeit nach so, sondern wir werden Importe eben benötigen und die können dann aller Voraussicht nach über den Seeweg beispielsweise in Bremerhaven anlanden. Über was für einen Zeitraum reden wir denn da? Die Zielsetzung ist dort so Richtung Ende dieses Jahrzehnts, Richtung 2028, 29, 30. Die Details müssen sich aber da ein Stück weit auch noch konsolidieren. Da sind auch die Industriebetriebe natürlich gefragt, dort entsprechend auch verlässliche Nachfrage auch festzulegen. Die müssen da auch selbst noch in ihren internen Strukturen das genauer prüfen, welche Anteile ihrer Verbräuche können sie elektrifizieren, wo sie dann eben keinen Wasserstoff benötigen und bei welchen ist das nicht möglich, wo dann eben Wasserstoffbedarf notwendig ist. Ist das auch die größte Herausforderung hier in so einem industrielastigen Bereich nach alternativen Möglichkeiten zu suchen, nach Einsparpotenzialen zu suchen, nach solchen Projekten zu suchen, die zum Beispiel Wasserstoff-Elektrifizierung möglich machen und so weiter. Ist das die größte Herausforderung, die Sie hier in Nordenham zu bewältigen haben? Also für uns als Stadt insgesamt auf jeden Fall. Da sind auch die Betriebe, die haben da auch noch nicht final alles entschieden. Die versuchen da auch verschiedene Wege zu prüfen. Eben, wie ich schon sagte, einerseits Elektrifizierung, das Thema Wasserstoff eben zentral, aber auch Alternativen suchen, die es sonst noch geben kann. Auch Eigenproduktion von Strom spielt eine große Rolle mit PV-Anlagen auf Freiflächen und so weiter. Für uns als Stadtverwaltung ist es eine Herausforderung von vielen, weil wir eben bei diesem Thema Industrie natürlich begleitend tätig sind, aber selbst als Verwaltung natürlich weniger betroffen sind. Wir haben andere Herausforderungen, wo es ja auch um das Thema Sanierung von Gebäuden geht, wo es um eigene PV-Anlagen auf Gebäuden geht, wo es um viele Investitionen geht, auch im Straßenbereich, wo es ja nicht nur hier in Nordenham, in vielen anderen Kommunen ist es ähnlich, entsprechende Investitionsstau gibt, der aufgehoben wird. Wo gibt es denn da den größten Bedarf? Also wir haben ja schon das eine Standbein gesagt mit der Industrie, da gibt es Gespräche, aber da hat man ja nicht so die Möglichkeit, in die Entscheidungsprozesse einzuwirken. Aber Entscheidungen, die werden eben halt ja in der Stadt, in der Verwaltung getroffen. Wo sind da die größten Stellschrauben und wo sind da vielleicht auch die größten Bedarfe, was in den nächsten Jahren angegangen werden muss?
Das eine sind viele Investitionen, die notwendig sind. Da gibt es einige Gebäude, die natürlich auch einfach saniert werden müssen, einfach aufgrund der Zeit, die vergangen ist, seitdem wir das Zimmer saniert wurden. Da ist natürlich immer die größte Schwierigkeit der städtische Haushalt, entsprechend diese Investitionen noch abdecken zu können. Da ist natürlich dann immer auch, versuchen wir Richtung Landkreis und auch Richtung übergeordnete Politik auch Signale zu setzen, sei es direkt oder sei es über Organisationen wie den Städtebund, dass natürlich auch die Kommunen insgesamt auch besser in die Lage versetzt werden, diese Investitionen auch zu schultern, dass sie da entsprechend Unterstützung erfahren. Und natürlich auch das Thema PV spielt eine Rolle, wenn wir jetzt neue Gebäude bauen, was seltener vorkommt, aber aktuell ja auch Thema ist, als auch bei der Sanierung von Gebäuden, dann wird PV auf dem Dach dann immer mitgedacht, dass sozusagen bei einem neu sanierten Dach dann auch nicht immer PV unbedingt draufkommt, dann muss man immer im Detail prüfen. Da gibt es auch Gründe, deswegen das dann hin und wieder nicht passieren kann, aber in aller Regel dann schon auch PV auf das Dach kommt, wenn entsprechend das Dach saniert wurde, um dann eben möglichst viel unserer eigenen Bedarfe auch über erneuerbare Energien zu decken. Sie haben auch jetzt gerade von Veranstaltungen gesprochen, die Sie anbieten, auch eben halt für die Bevölkerung. Ist da gerade auch in den letzten Jahren, wir haben das Stichwort ja schon genannt, Energiekrise oder Energiewende, Klimawandel, all diese Schlagworte, die man jetzt so in den Raum werfen kann, ist dadurch der Bedarf an Informationen auch hier bei den Nordenhammerinnen und Nordenhammern dementsprechend größer geworden und werden da Veranstaltungen, die Sie vielleicht anbieten und wenn ja, welche, mehr nachgefragt? Und ob das jetzt mehr nachgefragt wird, ist schon schwer zu beantworten, da ich da jetzt auch nicht so die Erfahrung über viele Jahre habe, ob das sich groß verändert hat. Eine Nachfrage ist auf jeden Fall da. Wir haben jetzt zuletzt eine Veranstaltung mal zum Thema Heizung gehabt. Wie kann ich eine Heizung richtig einstellen? Oder wenn ich eine neue Heizung brauche oder benötige, worauf muss ich achten? Hatten da entsprechende Fachleute eingeladen, die dort Vorträge gehalten haben und auch die Nachrichten vor allem noch viele Fragen beantwortet haben an die Bürgerinnen und Bürger, die vor Ort waren. Das fand in der Stadtbücherei statt, war ganz gut angenommen. Darüber hinaus gibt es immer mal wieder auch Bürger, denen ich dann einfach anrufe, denen ich dann entsprechend Beratung gebe oder auch an den entsprechenden Stellen weiterleite, wo sie dann... Was sind das hauptsächlich für Nachfragen bei Ihnen dann? Da geht es vor allem ums Thema Haussanierung. Was kann ich da machen, was ist sinnvoll und das Thema Heizung auch. Aber auch das Thema PV. Das sind eigentlich die drei klassischen Themen, die Privatbürger so beschäftigen. Das ist einmal Heizung, gerade auch Thema Wärmepumpe. Und was da bei uns wichtig ist oder uns von der Stadt wichtig ist, ist, dass man da in eine Sachlichkeit zurückkommt, weil gerade im letzten Jahr, gerade auch in der übergeordneten Berichterstattung, sind doch viele Themen sehr emotional aufgegriffen worden. Gerade auch im Zuge des GEG-Erneuerung von der Bundesregierung. Da gab es viele auch Falschinformationen, die über die Medien gestreut wurden. Und da ist es eben auch wichtig, ein Stück weit die sachliche Situation den Bürgerinnen und Bürgern aufzuzeigen. Zum einen natürlich schon auch die Verpflichtung, weil es gibt schon hier und da Verpflichtungen. Aber insgesamt ist es eben nicht so, wie es teilweise im letzten Jahr angedeutet wurde. Beispiel jetzt bei einer Wärmepumpe. Ich bin jetzt kein Techniker, aber viele Fachleute haben mir das versichert. Es ist beispielsweise nicht notwendig bei jedem Haus, wenn ich eine Wärmepumpe einbauen will, dass ich jetzt eine Fußbodenheizung habe, ohne eine Komplettsanierung notwendig ist. In Einzelfällen kann das so sein, aber in vielen Fällen ist eine Wärmepumpe auch bei einem bestehenden Heizungsstruktur mit normalen Heizkörpern möglich. Im Detail muss es dann natürlich immer als Fachmann beschreiben oder ein Fachmann sich anschauen. Davon gibt es ja auch hier in Nordheim einige, die da dann entsprechend eine Beratung. Aber ist das so auch eine Hauptaufgabe mit sozusagen die Sorgen und Nöte der Bevölkerung, die sich zum Teil falsch informiert haben, möglicherweise die zu nehmen und ein bisschen in die richtige Richtung zu drängen, so sage ich es jetzt mal, flapsig, wenn man nicht richtig informiert wurde oder sich falsch informiert hat? Ja, ein Stück weit schon. Also es ist jetzt nicht so, dass die Bürger mich jetzt anrufen und jetzt komplett auf irgendwelche Verstechungen reingefallen sind. Das kann ich jetzt so auch nicht bestätigen. Aber es ist immer sinnvoll, in dieser ganzen Diskussion da entsprechend eine gewisse Sachlichkeit reinzubringen,
und eben auch zu schauen, was auch möglich ist. Weil am Ende ist das auch immer ein Thema. Es ist ein Unterschied, ob eine junge Familie ein Haus saniert mit Anfang 30 und vielleicht zwei Kindern oder ob es ein Seniorenpaar macht mit über 70. Ja. Selbstverständlich muss man das ins Auge fassen, ob welche Dinge sinnvoll sind und welche nicht. Es ist ja jetzt gerade auch in der Diskussion, dass zum gerade die Energieberatung, die umsonst angeboten wurde, zukünftig nicht mehr umsonst angeboten werden soll, auf jeden Fall nicht in dem Umfang. Betrifft das Ihre Arbeit? Also das ist ja jetzt neu, dass da entsprechend diese Förderung reduziert wurde. Direkt betrifft das meine Arbeit jetzt nicht. Natürlich mittelbar, dass gegebenenfalls für den einen oder anderen entsprechend diese Beratung dann nicht mehr so attraktiv ist, weil sie natürlich weniger stark gefördert ist. Man muss aber auch dazu sagen, dass diese Beratung oder dieser Sanierungsfahrplan, der dort dann gemacht wird, der entsprechend gefördert ist, ist in der Regel bei einer Sanierung nur ein kleiner Teil. Das heißt, natürlich ist eine höhere Förderung absolut zu begrüßen. Eine höhere Förderung ist immer gut. Aber ich denke, dass es dennoch sinnvoll ist, diese Sanierungsfahrpläne dann zu machen, um eben auch selbst, gerade wenn man eine umfangreiche Sanierung plant. Also jetzt wieder das Beispiel jüngere Familie, die ein Haus gekauft haben, was schon etwas älter ist und wirklich da umfassend Sanierung vornehmen will, aber vielleicht nicht unbedingt alles auf einmal machen möchte, auch aus finanziellen Gründen, das gegebenenfalls nicht kann, dann ist, denke ich, so ein Sanierungsfahrplan in jedem Fall immer noch sinnvoll. Ja. Und man darf auch nicht vergessen, dass es bei vielen Förderungen, nicht allen, aber bei vielen Förderungen auch notwendig ist, dass man diesen Sanierungsfahrplan vorher hat. Sonst kann man andere Förderungen in der Folge für direkte Investitionen zum Teil auch gar nicht bekommen. Aber das muss man dann immer im Detail prüfen, welche Förderungen das sind. Und man darf auch nicht vergessen, was für viele auch wichtig ist. Viele Investitionen, die man im Haus tätigt, kann man auch über die eigene Steuererklärung am Ende absetzen. Das ist etwas, was sehr niederschwellig ist und sehr oft geht, ich will nicht sagen immer, weil es da sicherlich wieder Detailsunterschiede gibt, aber sehr häufig eben funktioniert und auch dann eine gewisse Sicherheit hat, weil Förderprogramme mit bestimmten Quoten, da muss man ja vorher Anträge stellen, dann wird man möglicherweise abgelehnt, immer auch eine gewisse Unsicherheit dabei. Am Wochenende gibt es eine Veranstaltung, die jetzt schon ein paar Mal stattgefunden hat und Sie sind nicht unwesentlich mit daran beteiligt. Da müssen Sie uns kurz erzählen, wie es dazu kam. Oldenburg, sage ich jetzt schon, Nordenham räumt auf. Was hat es genau damit auf sich? Ja, Nordenham räumt auf. War eigentlich schon eine Idee im ersten Jahr, wo ich in Nordenham tätig war. Aber da haben wir es dann noch nicht umgesetzt. Aber insbesondere auch mit Herrn Siemen als neuen Bürgermeister dann im Jahr 2021 ist er ja dann gestartet. Hat auch nochmal da einen neuen Drive reingebracht, weil ihm das Thema auch besonders wichtig ist. Und bei Nordenham räumt auf, handelt es sich um eine Aufräumaktion im gesamten Stadtgebiet. Das heißt, alle Bürgerinnen und Bürger sind aufgerufen, sich daran zu beteiligen. Wir haben insgesamt 8 Sammelstellen in allen Stadtteilen. Die Details können Sie auch auf unserer Webseite finden. Und genau, an diesen Sammelstellen werden dann am kommenden Samstag, der 21. September, dann Materialien ausgegeben. Dort bekommen Sie Mülltüten, dort bekommen Sie Müllgreifer und so weiter und können entsprechend dann 2 Stunden lang sammeln. Hintergrund ist eben leider, dass es ja doch immer wieder Müll gibt, der bei uns in der Umgebung landet, sowohl im Innenstadtbereich als auch in der Wisch. Leider sind das meistens nicht die Personen, die den Müll wegwerfen, die dann den auch wieder einsammeln. Das gehört zur Wahrheit nicht dazu. Aber wir wollen ja alle gerne eine schöne, saubere Stadt haben. Und deswegen nutzen wir eben diesen Tag. Er ist angedockt an den World Cleanup Day. Der findet allerdings bereits am Freitag statt, ist aber auch die ganze Woche Projektebene quasi. Und der findet global statt, das heißt in der ganzen Welt wird im Laufe der Woche Müll gesammelt, in Schulen, in Kitas, von Betrieben, also von der allgemeinen Bevölkerung. Und da machen wir eben in Nordenham mit und wollen natürlich hoffen, dass wir möglichst viel Müll sammeln. Oder am besten natürlich eigentlich gar keinen Müll sammeln, weil keiner da ist, aber die Wahrheit ist ja leider eine andere. Die Wahrheit ist eine andere, ja. Und wie wird die Aktion angenommen? Die ist ja in den letzten, gerade im letzten Jahr, sehr gut auch wahrgenommen worden. Ja, also wir haben zweimal die Veranstaltung jetzt schon geplant. Genau. Jetzt planen wir sie zum dritten Mal. Im ersten Jahr mussten wir sie leider kurzfristig absagen. Ja, dann. Aufgrund von einem Sturm, der dann aufkam. Und da natürlich die Sicherheit der Teilnehmerinnen und Teilnehmer besonders wichtig ist, mussten wir dann schweren Herzens kurzfristig das Ganze absagen. Im letzten Jahr ist es eigentlich sehr gut geklappt.
Mehr Menschen können natürlich immer mitmachen. Das ist natürlich immer gut. Gerade auch im Innenstadtbereich, wenn da der eine oder andere sich noch aufgerufen fühlen möchte. Da ist immer auch leider besonders viel Müll zu sehen, aber da ist es doch auch gerade über unsere Kontakte in Richtung Dorfgemeinschaften und so weiter, Ortsgemeinschaften, etwas weniger vorhanden. Das heißt, da sind natürlich auch die Zuhörerinnen und Zuhörer von Radio Weser TV aufgerufen, gerne mitzumachen. Wenn dann gesammelt wurde, also gesammelt von 10 Uhr bis 12 Uhr, wenn jetzt jemand nur eine Stunde Zeit hat, ist natürlich auch gerne willkommen, aufzuräumen, zu helfen. Aber wenn es dann danach vorbei ist, dann treffen wir uns alle in Blexen bei der Grundschule. Dort gibt es dann eine Abschlussveranstaltung, weil Blexen im letzten Jahr die fleißigste Sammelkommune war, oder der fleißigste Sammelstadtteil war. Deswegen findet in diesem Jahr die Abschlussveranstaltung hier in Blexen statt. Und da können Sie dann gerne dazukommen. Da gibt es dann noch eine kleine Stärkung für alle, die mitgemacht haben. Und dort wird dann wiederum der fleißigste Stadtteil für 2024 prämiert. Und dann gehen wir hoffentlich in einen neuen Stadtteil für das nächste Jahr, um dort dann die Abschlussveranstaltung stattfinden zu lassen. Also die Blexerinnen und Blexer haben zumindest im letzten Jahr am fleißigsten gesammelt. Wie wird denn das gemessen? Wird dann die Kilogrammzahl oder wie wird da gemessen? Habt ihr da Container aufgestellt und ihr messt dann, wer hat den meisten Müll zusammengetragen? Genau, also der Bürgermeister geht mit einer Kofferwaage durch alle Stadtteile und sieht alle Tüten. Nein, das natürlich nicht. Nein, wir machen Fotos von den verschiedenen Sammelstellen und dann schätzen wir das in etwa ab. Da sind wir jetzt nicht, das wird jetzt nicht hochwissenschaftlich festgestellt. Es geht da vor allem um den freundschaftlichen Wettbewerb zwischen den Stadtteilen. Genau. Weil am Ende geht es ja nicht darum, wer sammelt mehr, sondern es geht darum, insgesamt gesammelt wird. Und das soll kein Gegeneinander sein, sondern ein Miteinander sein. Und am schönsten wäre es, wenn wir natürlich dann am Ende in 8 Jahren in jedem Stadtteil einmal gewesen sind, weil jeder Stadtteil einmal erfolgreichster Sammelstadtteil war. Und dabei kommt noch dazu, dass wir auch den Nordhammer Umweltpreis geben. Genau, da wäre ich jetzt noch drauf gekommen. Den es ja auch gibt, den Umweltpreis. Genau. Erzählen Sie was dazu. Ja, der Nordhammer Umweltpreis, der wird jetzt in diesem Jahr zum dritten Mal vergeben. Der richtet sich an Personen, an Vereine, an Schulen, Kitas, an vieles eigentlich, der oder die etwas Besonderes für die Umwelt hier vor Ort in Nordenham gemacht hat, an sich besonders eingesetzt haben. Das kann eine langjährige, vorbildhafte Aktivität sein, das kann eine einzelne, besonders prägnante, einzelnes Projekt sein. Es kann sehr vieles sein, wichtig ist, dass es halt gemeinnützig ist, aber darüber hinaus haben wir da keine großen Hürden eingebaut. Und für nächstes Jahr können Sie dort natürlich auch sehr gerne schon Vorschläge einreichen, die wir dann für 2025 dann mit in die Verlosung ist es nicht, sondern es gibt eine Jury, die sich zusammensetzt aus dem Bürgermeister, aus meiner Person und immer einem Vertreter des Vorjahressiegers, in der wir dann gemeinsam die Vorschläge, die uns eingereicht wurden, beurteilen und dann am Ende eine Entscheidung treffen werden. Steht der Sieger des diesjährigen Jahres schon fest? Wann wird der verkündet? Der Sieger wird verkündet bei der Abschlussveranstaltung in Blexen. Das heißt, wenn Sie das gerne als erstes wissen wollen, dann kommen Sie am Samstag um 12.45 Uhr etwa, wird die Abschlussveranstaltung starten. Wenn Sie etwas früher da sind, ist auch kein Problem. Und dann wird dort im Laufe der Veranstaltung oder des Treffens der Sieger verkündet. Wo kann man sich informieren, wenn man jetzt, wenn jetzt die Zuhörerinnen und Zuhörer oder Zuschauerinnen und Zuschauer, die uns aus dem Norden haben, zusehen, diese Sendung sehen, sagen, so, da mache ich mit. So, wo kann man sich informieren, wo die Sammelstellen sind? In der örtlichen Presse natürlich, aber es gibt sicherlich auch im Netz eine Stelle, wo man sich informieren kann. Den Ablaufplan, also wann entsprechend es losgeht, worauf man achten muss und vor allem auch, wo die Sammelstellen sind, das ist ja das Wichtigste. Das finden Sie auf unserer Webseite bei der Stadt Nordenham, auf www.nordenham.de. Auf der Hauptseite müsste eigentlich dann ein entsprechender Link zu finden sein. Ansonsten im Zweifel Nordenham räumt auf, kurz googeln, dann kommen Sie auch nochmal auf die Seite, wenn die Verlinkung gegebenenfalls nicht passt. Und dort finden Sie Informationen. Es wird auch Flyer, sind am Stadtgebiet gefunden, vielleicht haben Sie die schon gefunden. Dort entsprechend ist auch ein QR-Code hinterlegt, wo Sie dann entsprechend auf die Webseite kommen
Und ja, es gibt auch Flyer, die liegen aus, da sind die Informationen auch nochmal hinterlegt, beispielsweise in der Stadtbücherei oder auch bei NMT. So, und jetzt haben Sie keinen Flyer mitgebracht oder haben Sie einen mit da? Ja, liegt ein Flyer. Dann können wir nämlich gleich diesen Flyer nochmal in die Kamera halten. Genau. Ich bedanke mich für den Besuch im Studio. Ich wünsche viel Erfolg für die weitere Tätigkeit. Dankeschön. Als Technologie- und Energiemanager. Da geht auf jeden Fall die Arbeit in den nächsten Jahren nicht aus. Nein, das. Da ist von auszugehen, dass die Arbeit eher mehr wird als weniger wird. Und eine Arbeit, die Sie aber nicht alleine machen, sondern die Sie gemeinsam mit der Bevölkerung machen können, die steht am Wochenende an. Und alle Nordenhammerinnen und Nordenhammer sind natürlich aufgerufen, sich an dieser Aktion zu beteiligen. Die Flyer werden Sie vielleicht schon gefunden haben. Nordenham räumt auf. Räumen Sie mit auf. Aber am besten machen Sie es vorher gar nicht erst dreckig, sondern schmeißen Sie gar nicht erst irgendwelche Sachen in die Gegend rum. Wir gehen doch alle am liebsten durch eine schöne, saubere, gepflegte Stadt. Absolut. Und das ist jetzt eine Möglichkeit, aber mitzutun. Und am Samstag wird der Gewinner des diesjährigen Umweltpreises der Stadt Nordenham auch bekannt gegeben. Also noch ein Grund mitzumachen und zur Abschlussveranstaltung nach Blexen zu gehen. Und alle anderen fühlen sich jetzt möglicherweise auch motiviert mitzutun und als der Sieger aus dem Sammeln hervorzugehen. Danke für Ihren Besuch hier im Studio. Sehr gerne. Ich bedanke mich bei Renko Buhr und ich bedanke mich bei Ihnen fürs Einschalten. Und in der nächsten Woche, da sehen wir uns schon wieder. Dann habe ich mir wieder einen Gast oder Gäste eingeladen hier zum Gespräch ins Weserschlösschen. Dann gibt es eine neue Ausgabe von Fair Talk an Land, Gespräche aus dem Weserschlösschen. Und Sie sind hoffentlich wieder mit dabei. Danke fürs Einschalten und tschüss.